Nils ist geschockt. Die meisten Euroscheine weisen Spuren von Kokain auf. Insgesamt 90% der Scheine. Und das nur 2 Jahre, nachdem der Euro eingeführt wurde. Nils will wissen, wie kommt das? Leben jetzt alle Drogen? Natürlich nicht. Die Geldscheine werden in Geldautomaten oder in den Bearbeitungsmaschinen gebündelt. Rückstände von Geldscheinen können so auf andere übertragen werden. Allerdings, die Mengen sind sehr gering und liegen im Mikrogrammbereich. Das ist weniger als ein Sandkorn. Im internationalen Vergleich sind die deutschen Scheine mit 5 Mikrogramm sogar relativ sauber. Auf Banknoten anderer Länder ist bis zu 260 Mal so viel Kokain gefunden worden. Das freut Nils. So kann er beruhigt sein Geld für ein neues Buch ausgeben.